Herzlich willkommen in der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Nutzung der Schließfächer in der Bibliothek. Für Ihre Taschen und Rucksäcke bieten wir Ihnen im Untergeschoss der Bibliothek Schließfächer an, die Sie ganz einfach mit Ihrer PH-Card oder Bibliotheksausweis bedienen können. Vor der ersten Nutzung kodieren Sie einmalig Ihre Karte am Codierterminal. Drücken Sie den Button Codieren und halten Sie anschließend Ihre Karte davor. Es erscheint die Meldung, Karte erfolgreich kodiert. Gehen Sie anschließend an ein Schließfach und verstauen Sie Ihre Tasche. Mit Ihrem Bibliotheksausweis verschließen Sie das Schließfach durch Drücken auf den Stift. Ein Tipp: Die Felder auf der Karte zum Verschließen des Faches sind an den Ecken am stärksten ausgeprägt. Sollten Sie nach Ihrem Aufenthalt in der Bibliothek nicht mehr wissen, welches Schließfach Sie benutzt haben, so halten Sie einfach Ihre Bibliothekskarte vor das Codierterminal. Sie erhalten Ihr belegtes Fach angezeigt. Drücken Sie jedoch keinesfalls auf Codieren, da sonst die Belegung auf Ihrer Karte gelöscht wird. Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei um Tagesschließfächer handelt, die nicht über Nacht belegt werden können. Bei Belegung über Nacht sind die Fächer gesperrt und es wird eine Überziehungsgebühr in Höhe von 3 Euro pro Nacht fällig. Wir haben auch einige Dauerschließfächer, die für PH-Studierende ab dem 5. Semester oder Masterstudierende auf Antrag für die Dauer eines Semesters vergeben werden. Diese können Sie nicht als Tagesschließfach nutzen. Sie sind jedoch gekennzeichnet. Nun wissen Sie das Wichtigste über die Schließfächer in der PH-Bibliothek. Wir freuen uns, wenn Sie bald zu uns kommen.